Hallihallo, Hallöchen! Wir schauen nochmal rein bei Ancestors Legacy für Konsole. Und zwar habe ich da ein bisschen weitergemacht und wollte euch noch zeigen, was man eigentlich so machen kann. Wir haben jetzt ein Lager. Wir haben einen Konvoi überfallen, haben ein Lager. Ich kann Rekruten ausbilden. Momentan habe ich eigentlich alles voll, aber ich kann Speerkämpfer ausbilden. Wir haben Dörfer und Sägewerk in Besitz genommen. Und wollen jetzt neue Ressourcen besorgen. Wir haben jetzt Nahrung, Holz und Eisen müssen wir noch besorgen. Eisen sehen wir auf der Minimap, ist ganz oben links, ist eine Mine. Und das ist unser neuer Auftrag, den sollen wir, die sollen wir angreifen, übernehmen. Das ist natürlich ziemlich groß. Also die Mine ist da unten. Aber das Lager, wenn wir da schauen, ist da alles voller Soldaten. Da geht es noch über eine Brücke. Das wird auf jeden Fall ganz lustig. Was ist denn hier eigentlich noch? Da scheinen auch noch Kämpfer von uns zu sein. Oder jedenfalls mit die ich mich verbinden kann. Da werden wir mal Leute hinschicken. Schauen, ob ich die noch für unsere Sache begeistern kann. Hier ist sogar noch Essen. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, wie gesagt, schönes Echtzeit-Strategiespiel. Wir haben oben, sehen wir zum Beispiel unsere Ressourcen. 809 Holz. Essen haben wir 312. So, hat der das jetzt gefunden hier? Er kommt jetzt erst. Ulf. Ulf ganz allein durch den Wald. Der muss doch überleben. So, schon haben wir mehr Essen und ich sag mal, wir gehen hier hin. No time to waste. Listen up, warriors. I'm done waiting. I'm here. Infantry. So, die Infanterie schicken wir mit dem Ulf mit, damit sie mir den eigentlich beschützen. So, wir können mit L1 und R1 eigentlich zwischen den Truppen hin und her switchen. Ich werde jetzt die Truppen eigentlich verlegen. Und zwar. There you are. Come with us. We need your help. Affirmative. Werde ich da mal eine Truppe hinschicken. So, und hier haben wir jetzt, hat er schon gefragt, wie kann ich euch helfen? Always ready. So, da kommen noch neue Truppen an. Wir müssen ein bisschen strategisch vorgehen. Warte mal, hier kommen wir natürlich nirgendwo rüber. Wir haben da drüben eine Brücke, wo wir rüberkommen. Theoretisch, aber ich nehme an, auf der anderen Seite werden wir erwartet. Und da haben wir auch noch eine Brücke. Ich würde sagen, da schicken wir auch mal noch Leute hin. Ordentlich verteilen. Sniping them out is definitely wiser than frontal charge. So, auf der anderen Seite von der einen Brücke warten sie schon. Ich glaube, da könnte es schon. Ich positioniere hier noch welche. Und jetzt gehen wir mal hier drüben schauen. Werden wir schon angegriffen? Wir machen da eine schöne Falle. Falls sie hinterherkommen, können wir sie in die Falle locken.
Okay, dann machen wir da noch eine Falle. Oh, erst wieder Ressourcen. Also ihr seht schon, das wird nicht einfach. Also meine Idee ist ja, wir greifen von zwei Seiten an. Wir werden von hier angreifen. Und muss ich mal gucken, vielleicht kann ich... Von da kann ich nirgendwo angreifen. So wie es aussieht. Also ich positioniere da noch mehr Truppen. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, da ist der Sammelpunkt von meinen neuen Rekruten. Wenn ich jetzt Rekruten habe, würden die direkt dahin kommen. So, die muss ich auch darüber verlegen. Nützt alles nichts. Dorthin. Ah, das sind Bogenschützen, so wie das aussieht. Die nehmen wir natürlich auch gerne. Die stellen wir auch hier auf. Oder da. So, oh, feindliche Truppen sind da schon unterwegs, oder was? Was ist denn hier los? Ich sehe gar nichts. Scheiße, wieso greifen die meine Truppen an? Ich dachte, die sind alle auf der anderen Seite. Die machen komplett meine Bogenschützen fertig. Das ist eigentlich genau das, was ich nicht wollte. Ich habe natürlich nicht geschaut, ob da welche im Wald sind, aber... Jawohl, kommt. Ich habe eh bloß noch einen Bogenschützen, so wie es aussieht. Ich, da komme ich nicht ran. Ja, super, das war nicht der Plan, uns da schon von die fertig machen zu lassen. Das ist natürlich ganz schlecht. So, habe ich jetzt noch... Ja, was habe ich noch? Drei Bogenschützen, oder was? Okay. Wir können sie natürlich heilen, das ist... So, wir verlegen trotzdem die Bogenschützen hier hin. Und müssen jetzt einfach vorsichtiger sein, wenn da wirklich im Wald... So, ich kann aber keine Bogenschützen rekrutieren. So, Ulf steht ganz alleine da. Ulf, würde ich sagen, den schicken wir lieber nicht in Kampf. Aber der muss überleben. So, und den Feldherrn schicken wir dann doch noch hier. Vielleicht kommt der ganz alleine hier oben an. Wo kommen die denn her? Come
So, die kommen schon über die Brücke. Genau. Okay. Ich wollte eigentlich einen anderen Weg rüber suchen, aber wenn ich das hier sehe, habe ich eigentlich viel zu wenig Truppen. Ich wollte eigentlich meine ganzen Truppen verlegen hier. So, die Speere müssen auch darüber. Natürlich einen langen Weg vor sich. So, aber so wie es aussieht, habe ich einfach zu wenig Leute. So, ich wäre ja eigentlich gerne mal hier rüber gegangen. Mal gucken, ob ich da noch irgendwas erobern kann. Oder ob die Karte hier zu Ende ist. Ah, da komme ich nicht weiter. Also, kann ich die Truppen eigentlich auch zur Brücke verlegen hier? Oh. Nein, warte, wir lassen sie noch da. Wir müssen sie noch ein bisschen heilen. Aber so ist das ein bisschen blöd. Meine Güte, jetzt greif doch mal da an. Ach du Scheiße, jetzt gibt's aber da eine mächtige Schlacht hier. In die Schlacht, komm schon! Sonst habe ich keine Truppen mehr da. Ah, wir werden komplett niedergemacht. Wir sind völlig an der Unterzahl. So, ich kann neue Speerkämpfer rekrutieren.
Oh, jetzt kommen sie natürlich hier an. Meine Güte, er metzelt die alle alleine ab. This way. Yes, listen. Quick, come over and fight. Man. Yes, listen. Ich brauche mehr Truppen. Also, ihr seht schon, ich bin völlig fasziniert davon. Also, ich hoffe, ihr wahrscheinlich auch. Ich kann gar nichts sagen. So, jetzt kommen sie wieder hier rüber. They're coming! Godric ready! My sword will cut them! Crossing! They are attacking us! So, wo bleiben die Leute? Da. Angreifen. Kommt schon. So, noch mehr Truppen. Essen haben wir genug, Holz haben wir genug. Jetzt müssen wir nur noch... Listen up, Spear! Fast, we're going there! Over there! They're coming! Ja, wir greifen direkt an. Es bringt nichts. Warten bringt eh nichts. So, ich würde hier nämlich den Wachturm noch gerade mal im Brand setzen. Meine Güte, die mit ihren scheiß Langbögen. Okay, aber neue Rekruten kommen schon. Listen up, Spear! Spearman! On the double! Tighten the line! Spears under attack! Spears! A
So, das ist jetzt eigentlich nur noch eine Materialschlacht. Aber wir müssen da gegen die englischen Ritter kämpfen und das ist da mit unseren paar Sperren oder eigentlich ziemlich machtlos. Ganz alleine. So, mehr Truppen. Schauen, damit er uns da nicht stirbt. So, ein wahrer Kämpfer. Meine Fresse, der macht alle nieder. So, komm. Meine Güte, ich komme gar nicht mehr hinterher. So, die neuen Truppen schicken wir direkt in die Schlacht. So, der neue Schlacht, die sollen gleich direkt hier hinkommen. Mann, der kennt nix. Bias, listen! Burn it down! So, die anderen Truppen stehen schon hier drüben. Bias, listen! Die kommen jetzt eh bis hierher. Ich glaube, wir haben es eh gleich geschafft. Wir bleiben noch dran. So, die sollten eigentlich... So, die schicken wir auch noch darüber. On the double! Ben! Ben! Spear! Listen up, Spear! Listen up, Spear! My axe is ready! So, dann holen wir Ulf auch noch. Eisenbart Ulf. Schauen, ob die wirklich überleben. Wo sind wir jetzt? Da.
Also, der soll auch hierher kommen. So, ich glaube, jetzt haben wir eigentlich alle Speere hier. Okay, es scheint gar nicht, damit da noch Truppen da sind. Also, wir müssen eigentlich das Gebäude erobern. Keine Angst, wir tun euch nichts. Wir wollen nur euer Bestes, euren Stahl. So, ich habe irgendwie das Gefühl, sobald man einmal angefangen hat, kann man gar nicht mehr damit aufhören. Great. Upgrade some of your troops, and then we'll take these bastards down. Oh, ich kann die Rüstung verbessern. So, aber wie kann ich jetzt die Rüstung verbessern? Die Truppe auswählen? Aha. So. Truppe auswählen. Nordische Rüstung. Cool, sobald wir Stahl haben, können wir die Truppen verbessern. Spearman! Spears, listen! Now, give them hell. So, britischen Außenposten. Das wäre jetzt eigentlich an der Brücke, wo ich schon war. So, ich muss die Brücke besetzen. Hab aber nicht genug Eisen, um meine Rüstung noch zu verbessern. Aber es ist ein cooles Spiel. Also ich kann es nur empfehlen. So, 60 Eisen brauche ich und 10 habe ich. Okay, ich würde sagen, wir machen aber hier vielleicht noch eine Falle. Falls sie doch hier rüberkommen. This ravine looks suspicious.
Use defensive formations to find and destroy any traps. Der Feind ist da. Ich würde sagen, wir machen unseren Truppelsammelpunkt. Truppensammelpunkt machen wir hier. Heilen. Listen up, Spear. Let's get them. So, warum kriege ich denn nicht mehr Eisen? Vielleicht sollte ich die Eisenproduktion hier auch antreiben, dann kriege ich auch mehr Eisen. Alles klar. So. Truppenverlegung, die machen wir hier oben hin. Spearman! Move! Move! Spear! So, die gleich darüber. Ich glaube, wir machen erstmal mit dem Let's Play Schluss. Und wenn ihr wollt, schauen wir dann nochmal in dieses Spiel rein. Vielleicht, wenn wir dann auch nicht die Wikinger spielen, sondern die Slaven oder die deutschen Ritter oder sonstigen Zeugs. Schauen wir mal. Ah, jetzt haben sie Helme. Ganz cool. So, jetzt kriege ich Eisen dazu. Jetzt kann ich da auch meine Rüstung aufbessern. Tipptopp. Es läuft! Langsam habe ich es im Griff. Also, ich bedanke mich erstmal. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.